jetzt geht man hier dem Hanar, dem Opold. Seien Sie gegrüßt, Spectre. Bringen Sie das Paket? Lügen! Ich werde es behalten. Ich bin gespannt, ob wir jetzt abtrünnig sind. Der Spectre hat dieser Person einen großen Dienst erwiesen. Aus der Tiefe des Lichts dankt sie Ihnen. Diese Person versprach eine Belohnung für die geleisteten Dienste. Dieser schlägt untertänigst eine Summe von 250 Credits als angemessen vor. Na, dann nehmen wir jetzt auch blau, ne? Hätten Sie das ohne mich überhaupt am Zoll vorbeischmuggeln können? Sie könnten etwas großzügiger sein. Ihre Worte sind leider nicht von der Hand zu weisen. Diese Person würde die Summe auf 500 Credits erhöhen. Dann bekämen Sie die Hälfte seines Profits. Mehr kann diese Person Ihnen nicht anbieten. Wie rücksichtsvoll von Ihnen. Diese Person ist froh, dass wir uns einig sind. Ich schaue mich nur mal um. Diese Person wartet auf Ihre Rückkehr. Okay, wir haben keine Abtrünnigkeitspunkte bekommen. Ich wollte sowieso mal gucken, wie das aussieht. War das bei C? Nee, C war es nicht. Ah, sind wir in Level gestiegen? Habe ich das mal... Ach nee, wir müssen Liara noch ausrüsten. Rex hat 0, wir haben 0. Ja, hier. Genau. Wir haben, das heißt, wir klatschen jetzt hier Elektronik drauf, weil da zählt Liara auch mit dazu, dass wir Sachen dechiffrieren und alles können. Sehr gut. Und den Rest kann sie machen, wie sie möchte. Okay, super. Oh, wir sind schon ziemlich weit mit vorbildlich. Wahrscheinlich können wir irgendwann mal die letzten zwei Punkte bei Schmeicheln noch dazu kriegen. Ich sollte dann erstmal zwischendurch mal die besondere F5-Taste drücken, weil das ist auf jeden Fall... Genau, 500 Credits sind sehr viel wertvoll. Also so 500 Euro für einen Schmuggel ist das heutzutage. Ich kenne mich in diesem Geschäft nicht so aus. So. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Ah, dann halt nicht. So, wo müssen wir jetzt... Wo müssen wir jetzt hin? Warst du zum Hotel? Wir müssen ja mit dem Dings reden. Genau, Sting IQ ist dicht. Also machen wir zum Fahrstuhl. Ja, ja, ja. Schön, das hier hoch. Hier ist noch eine Geschäftsfrau. Sie sind der Spectre, ja? Wir dürfen nicht mit Ihnen reden. Die Manager haben uns vor Ihnen gewarnt, Spectre. Ja, ja. Wir sind schon ganz schön böse. Ach ja. Und hier geht's jetzt hoch zum Hotel. Na, da bin ich mal gespannt. Was uns da erwartet. Ein Fahrstuhl! 500 Euro wären geil, aber wenn man schon für Kleinigkeiten so 36k kriegt, sind 500 halt gar nichts, genau. Als Kind. Fangen Sie an zu reden. Nee, als Kind habe ich mir immer gewünscht, wenn es irgendeinen Highscore oder Punkte in dem Computerspiel gab, habe ich mir immer so sehr gewünscht, dass es irgendwo eine Taste gibt, wo das in echter Währung rauskommt. Ach, da hatte ich mir schon so schöne Sachen vorgestellt. Okay, jetzt sind wir hier erstmal. Entschuldigung. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Na dann. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Oh. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Muss ich gucken, was war denn? Ich wollte mal irgendwann den Screenshot machen. Wisst ihr die Default-Taste von Screenshot? Naja, egal. Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber sollte ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Tja. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her.
Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Also es wurde ja immer relativ häufig die deutsche Synchro von Mass Effect 1 zumindest kritisiert, besonders von Shepard. Aber ich glaube, das gilt nur für den männlichen Shepard, weil Femship finde ich ist eigentlich relativ in Ordnung. Und ich glaube, im Gegensatz zum Male Shep behält Femship auch ihre deutsche Synchronsprecherin in allen drei Teilen. Ich glaube, so war das. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre. Ich verschwinde dann mal. Oh. Oh, sehr cool. Mal vorbildlich Punkte ordentlich welche bekommen. Okay, da steht Lori Quinn. Mit dem werden wir gleich noch sprechen. Wir gucken uns aber vorher noch ein bisschen um. Das weiß ich gar nicht mehr. Was weißt du denn gar nicht mehr? Hast du für einen Screenshot? Ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Okay. ASR. Hier hinten geht es auch noch irgendwann. Ich habe es angenommen und verpetzt. Gab auch vorbildlich. Okay. Okay, was ist denn das hier hinten so schön? Die Musik ist so ein bisschen stressig. Ich weiß nicht, wen haben wir da? Da haben wir... Da ist der Vargas. Kann ich Ihnen helfen? Okay, jetzt ist er nur noch ganz... Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Da kann man ein Lied draus machen. Kann ich Ihnen helfen? Okay, aber wir sprechen jetzt mit... Genau, da hinten. Mit Lori. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Nein. Ich will immer mit der rechten Maustaste. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Fallschirmspringen, Tauchen, ein zugelassenes Asayura-Feld. Wenn man solche Sachen mag, ich genieße lieber die Aussicht. Das ist schon toll. Ich mag diese Details, wenn die Leute sprechen miteinander und so. Wenn man so Gespräche mitkriegt, das macht ein Spiel auf jeden Fall fühliger, wenn man es so ausdrücken mag. Das finde ich tatsächlich schön, dass man da irgendwie nur durch irgendwelche Landschaften zieht, wo man irgendwelche statischen Personen hat, die nur sprechen, wenn man sie anspricht, wo es gar keine Konversationen gibt. Das finde ich schon toll. Das sind zwar bloß so Kleinigkeiten, aber ich finde es schöne Details. Denn in den Feinheiten liegt die Essenz des Lebens. Kalendersprüche 2021. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synarq. Zumindest im Moment. Mr. Anoleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Warum denn wohl? Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings, ich habe Beweise für Anoleis Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoleis hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Warum hat Anoleis Ihre Karte nicht sperren lassen?
Warum sollte er? Da draußen gibt es nichts als Schnee und hungrige Natak. Was sind denn Natak? Wie sind Sie an einen Pass gekommen? Ich bin Manager. Die meisten leitenden Angestellten können nach Belieben kommen und gehen. Machen wir natürlich. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein... Wie sagen Sie Menschen doch gleich... Haar in der Soße? Suppe. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoleis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Wenn ich die Wachen töten muss, kann ich Ihnen nicht helfen. Sie sind hier immer noch das Gesetz. Das stimmt. Aber ich muss hinzufügen, dass Miss Matsu diese Nebenjobs missbilligt. Ich bin hier, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Schon wieder da? Was kann ich heute für Sie tun? Ich habe über Ihre Probleme mit Anoleis nachgedacht. Wirklich? Helfen Sie mir, wenn ich Ihnen helfe? Ja, Sie wollen Zugang zur Garage. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Das hat man doch gerade. Allerdings, es könnte... Er bezahlt Sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von Ihnen. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Ja, ich versuche es, mein Kleiner. So. Nein. Welche Taste? Okay. Das passt schon. Dann gehen wir jetzt hier raus. Gucken wir jetzt mal, was wir in dem Büro dort finden. Das ist schon cool, ne? Also... Da braucht man bloß noch 4 Jahre ein schönes Outfit. Dann passt das. Dann sieht das alles so aus wie eine richtige Elite-Kampfeinheit. Ich finde Rex so cool. Ich finde Yara cool. Ich finde Tully cool. Ich finde eigentlich alle cool. Auf die wenigen genannten natürlich. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier zu Syn-IQ, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, dann gehen wir dort mal hin. Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu haben. Oh doch, das werdet ihr. Es geht schon los, ich verlaufe mich. Ah, okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier vorbei. Okay, da finden wir dann, da dürfen wir dann wahrscheinlich wieder Marco fahren. Hier schon der Fahrstuhl, wo wir hin müssen. Ja, sieht gut aus. Ich würde sagen, wir speichern vorher mal schnell. Da hinten will er noch. Wer bist denn du? Mit dir sprechen wir dann. Wir machen erstmal unsere Aufgabe. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir gleich unsere Waffen. Okay. Nee, das sieht noch relativ. Der sich auf wunderliche Weise dahin teleportiert hat. Hallo? Stehen bleiben. Hanshan Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Lurik Keen hat mir den Zugangspass gegeben. Keen? Arbeiten Sie für ihn? Gegen ihn wird ermittelt. Anoleis bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsuo, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anoleis kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Sehr gut. Warum haben wir trotzdem... Was? Oh, okay. Oh, ja gut, dann haben die das schon gemacht. Da hinten ist irgendwo was. Auf der Seite. Ja, ihr kümmert. Wow, Biotika. Wow, die überhitzt ja extrem schnell. Da hinten ist noch jemand. Oben ist noch jemand. Wir gehen mal hier lang. Er wartet hier wahrscheinlich direkt in die Ecke.
Okay. Und dann da. Okay. Die sind jetzt auch erstmal weg. Wo müssen wir denn hin? Wir gucken uns erstmal hier in Ruhe um. Mach mal alles weg hier. Nee, die überhitzt nicht schnell. Die hatte Biotika mich. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Hier ist nichts drin. Okay, gucken wir uns mal an, was wir hier finden. Ja, das ist der Mist. Fertigkeit zu gering. Aber ich glaube, das hasse ich. Ich glaube, wir hätten doch Garus mitnehmen sollen. Ich weiß nicht, wo... Das, wie gesagt, wir sind halt bloß Soldat. Das heißt, wir haben die Fähigkeit gar nicht. Das ist Mist. Das heißt, uns gehen viele gute Gegenstände dann noch verloren. Das ist halt dann der Mist. Was machen wir nun? Wir brauchen eigentlich beide für die Story. Okay, wir haben erstmal die Beweise. Okay, aber ansonsten ist es halt echt schade. Weil ich glaube, hier gibt es echt tolle Sachen. Aber es geht leider nicht. Weil da fehlt die Fähigkeit. Das ist nämlich nicht Elektronik. Sondern die heißt, glaube ich, sogar extra Dechiffrierung. Und die haben wir natürlich auch nicht, weil wir Soldatin sind und demzufolge hätten wir Garus mitnehmen müssen. Schade. Ausrüstung nehmen wir natürlich trotzdem mit. Das könnte man vielleicht Lyra geben. Ja, eben. Das Infiltrator kannst du es. Okay, Lyra kann sogar nur mit nur leichte Rüstung nehmen. Das geht gar nicht. Sie kann nichts Mittelschweres da. Das ist natürlich ein bisschen doof. Da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Aber ich glaube, die Story ist wichtiger als ein paar Gegenstände. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Okay, jetzt stehen dort Leute. Oh nein. Diese blöde Kuh. Kann ich das Ding in die Luft jagen und stirbt? Wieso treffe ich das nicht? Ach, weil ein Tisch davor ist. Ja, das stört die nicht. Du kannst ja jetzt noch wechseln und dann gleich wieder ändern, bevor du zu Gipfel 15 fährst. Ja, das ist natürlich dann immerhin... Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Nein, wohl nicht. Und Sie? Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutzabwehr Fürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Sie brechen das Gesetz, weil Sie geschmiert wurden. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit dreckigen Cops macht? Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um Sie in Stücke zu reißen. Mehr, sie sind unten, ne? Schießen auf jeden Fall. Okay, und dann ist noch einer dort dahinter. Nein, du sollst dich nicht. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Stand doch gerade. Immerhin, sowas kann man immer noch öffnen. Wie machen wir es nur? Wie machen wir es nur? Meine... Oh nein, wir können nicht mal hier rein. Oh, ich glaube, wir sollten echt nochmal Garus holen, ne? Hat die Frage, wie wir mal da lassen. Bei Gipfel 15 weiß ich doch ganz genau, dass es dort dann auch viele Sachen zum Looten gibt. Eigentlich müsste ich bis zum... Hier geht's gar nicht lang. Ich müsste bis wahrscheinlich zum Bosskampf. Müsste ich wahrscheinlich nur kurz davor dann wechseln, aber dann muss ich wieder... Boah, nee. Das geht dann gar nicht, weil du gar nicht zurückkommst. Wo ging's denn jetzt hier lang? Jetzt verlaufe ich mich gerade wirklich. Wie geht's da lang? Ah. Ja.
geht's lang. Aber das ist echt ein bisschen schade. Hinten waren wir schon, ne? Ich glaube noch nicht im Ganzen. Ja, alles zu gering, zu gering. Ray Röntgen TV, Dankeschön für dein Follow, Dankeschön. Ich habe dich schon bei meinen anderen Kanälen schon ganz oft gelesen, glaube ich. Deswegen finde ich es cool, dass du jetzt auch auf Twitch angekommen bist. Okay. Zurück kommst du da leider nicht mehr. Da müssen wir uns echt überlegen, wer jetzt wichtiger ist. Was denkt ihr? Rex oder Liara? Ja, auch zu gering. Genau, mal kurz überlegen. Na, zumindest für hier. Jetzt schon wieder hoch. Geh schon wieder hoch. Geh jetzt raus. Also jetzt Garrus mitnehmen für Rex. Die Story mit Rex ist nicht ganz so dramatisch. Ja, das sehe ich auch so. Rex hat natürlich jetzt eine geile Rüstung, die uns wahrscheinlich helfen würde im Kampf, aber... Okay, wir sind schon da. Ja, mit dir sprechen wir da. Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren bestimmt Anolees Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Ah, glaube... Ich glaube, das liegt überwiegend an deiner Skillung. Ja, ich habe auch immer die Experten mitgenommen, aber die Dinger trotzdem nicht aufbekommen. Ja, das... Hallo erstmal, Ranking Wizard, dankeschön. Und das liegt, glaube ich, wie Dave schon gesagt hat, daran, dass ich keine Dechiffrierung als Skill habe, weil ich nur Soldatin bin. Und da müsste man, glaube ich, einen anderen Beruf oder eine andere Berufung oder sowas einschlagen, also Infiltrator, glaube ich. Beziehungsweise Elektroniker oder sowas, was in die Richtung geht. Deswegen gehe ich jetzt mal schnell Garrus holen, bevor wir weitermachen. Was ist das? Ich dachte schon, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Da gehen wir mal schnell Garrus holen. Ich hoffe, wir können dann nochmal in das... IQ-Gebäude. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten haben wir Garrus halt dabei, dann auf Gipfel 15 und mit ihm können wir die ganzen Spinte und sowas öffnen. Hallo, Ray Röntgen TV. Soll ich dich einfach Ray nennen oder wie hättest du es gerne? Oder soll ich den Namen komplett aussprechen? Okay, so. Guten Tag, Commander. Ich frage mich, wie Sie Ihre Zeit verbracht haben. Sie wissen schon, Spectre-Angelegenheiten. Das ist eine höfliche Art, nicht zu antworten. Aber egal. Jemand ist ins Büro von Syn IQ eingebrochen. Einige meiner Leute wurden getötet. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber, oder? Das war ich. Verstehe. Würden Sie es mir erklären? Anolees hat sie gekauft. Sie haben Syn IQ auf seinen Befehl hin geplündert. Das ist nur zu wahrscheinlich. Sergeant Sterling war sehr geldgierig. Wenn Sie die Wahrheit sagen, dann habe ich Ihnen nichts vorzuwerfen. Ich habe meine Leute davor gewarnt, Nebenjobs anzunehmen. Das haben Sie nun davon. Ich weiß Ihre Ehrlichkeit zu schätzen, Commander. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss die Familien benachrichtigen. Okay. Ich bin damit beschäftigt, die Beerdigung vorzubereiten. Warum sind Sie immer noch hier? Bewachen Sie mein Schiff? Alle Firmen haben Geheimnisse. Einige handeln mit Dingen, die nicht gerade legal sind. Es macht sie nervös, dass ein Spectre hier ist. Anolees Sama ertrinkt in Petitionen, die ihren Rauswurf fordern. Okay, Ray, dann sehr schön. Herzlich willkommen auf dem Stream, Ray. Sie beschützen die Normandy vor den Firmen.
Ich beschütze sie vor sich selbst. Sie haben nicht die Mitarbeiter oder Ausbildung, um eine Allianzfregatte anzugreifen. Also ganz aktuell spiele ich die Mass Effect Legendary Edition, wie du sehen kannst. Also das sind drei Teile. Wir sind gerade noch bei Mass Effect 1, beim ersten Teil. Ansonsten ist das wirklich relativ ja, abwechslungsreich. Es gibt auch öfters mal Multiplayer-Abende, also will ich mal wieder machen. Da wird zum Beispiel ganz oft mal sowas wie Sea of Thieves gespielt. Und ja, ansonsten eigentlich relativ, ja, wie sagt man das am besten? Ja, ich bin nicht so spezialisiert auf bestimmte Genres, aber es geht schon eher so. Also ich habe auch schon mal Jurassic World Evolution habe ich schon gestreamt. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Meistens immer das, auf was ich eigentlich Lust habe. Ja, vielleicht mittendrin noch mal was Kleines, aber aktuell ist es auf jeden Fall Mass Effect die Legendary Edition, weil mein Lieblingsspiel, seitdem es rausgekommen ist. Überall stehen Wachen. Gibt es hier viele Probleme? Parasini-San hat Ihnen bestimmt das übliche Blabla über die Geschäfte hier erzählt. Jeder will von allen anderen beschützt werden. Aber jeder denkt auch, er hätte das Recht, allen anderen in den Hintern zu treten. Und Sie müssen Sie davon abhalten, das zu eifrig zu machen. Mein Job besteht größtenteils aus Diplomatie. Zwei Leute schreien sich an, meine Leute kommen rein, zeigen ihre Waffen und schon wird es wieder zivilisiert. Wenn mich mein Job eins gelehrt hat, dann wie man unparteiisch bleibt. Sie haben eigene Sicherheitskräfte? Alles, von Hackern bis hin zu Söldnern. Sie müssen schließlich Investitionen schützen. Aber wir sind die Einzigen, die Waffen tragen dürfen. Darum versuchen die Firmen ständig, meine Leute zu bestechen. Ich habe eine klare Richtlinie in Bezug auf Nebenjobs. Jeder, der einen annimmt, wird gefeuert. Irgendjemand hatte doch vor uns gefragt, ob ich das Luna-DLC oder die Luna-Basis schon gelehrt habe. Yep, habe ich gemacht. Genau. Wir wollen ja wirklich dann auch gucken, dass wir alle DLCs und sowas, was es gibt, durchspielen, weil da gibt es halt besonders im dritten Teil und auch, ich glaube, im zweiten gibt es auch welche. Die sind halt extrem wichtig für die Hintergrundgeschichte. Und die lohnen sich definitiv. Es gibt natürlich auch DLCs, die sich weniger lohnen, wo es halt mehr um Kämpfen geht und allem drum und dran. Aber ja, deswegen wird das schon noch eine Weile dauern, denke ich. Erzählen Sie mir etwas über sich. Sie zuerst. Ich bin bloß Wachmann. Ich hörte, es gäbe keine menschlichen Spectres. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Meine Crew und ich, wir waren in Sarens Angriff auf Eden Prime verwickelt. Sie haben die Bombe entschärft. Das ergibt Sinn. Die Spezialabteilung braucht Leute, die eigenständig denken können. Ich habe ein Jahrzehnt bei den Marines gedient, musterte dann aus und ging in den privaten Sektor. Ich musste mich einige Male beweisen und bekam hier schließlich die Leitung übertragen. Ich gehe da. Sehr schön, Commander. Und machen Sie keinen Ärger. Nein, mach mal sie nicht. Okay. War cool, mit ihr auch nochmal zu sprechen. Also die wirkte ja auch sowieso vernünftiger von den beiden. Und die andere war halt einfach geldgeil. Ups. Das war eins zu zeitig. Genau, hier geht's rein. Hätte ich ja noch 3 Stunden warten können. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay, da können wir jetzt eigentlich halt schon wieder rausgehen. Also, Yara und Garrus. Er hat, wie gesagt, Tech-Stärke. Da könnte man auch Tali mitnehmen. Die ist aber noch nicht so gut ausgerüstet. Deswegen würde ich das erstmal so machen. Genau. Gehen wir jetzt nochmal von Bord. Und mit Garrus versuchen wir jetzt nochmal in das Sinn-IQ-Gebäude reinzukommen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay. Super. Aber
Genau, bevor es hier weitergeht, mache ich mal eine ganz kleine Pause. Ich denke mal, in aller spätestens 5 Minuten bin ich wieder da. Holt euch was zu trinken, was zu essen, geht kurz auf Toilette oder sowas. Ich bin auf jeden Fall gleich wieder für euch da und ich freue mich schon ganz doll. Also, bis gleich und nicht weglaufen.